Abend. Danke. Schönen guten Abend. Howard aus München. Howard aus München. Ja. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo, was machst du beruflich? Ich bin nur Ingenieur. Ist der Martin? Ingenieur, ist der Martin. Okay. Nordrhein-Westfalen, genau. Partner. Okay. Und Martin hat uns Folgendes eingereicht. Wer am längsten den Eimer, also mit Sangria, halten kann, der hat logischerweise gewonnen. Ja. Am ausgestreckten Arm. So, und die Idee wäre, das dann einfach so? So. Am ausgestreckten genau. Arm. Okay. Oh. Ja, okay. Und das kannst du länger als ich, ja? Ich hoffe es. Mit Sicherheit, ja. Okay. Mhm. Stefanie aus Bochum möchte mit Ihnen gerne Limbo tanzen. Darauf freue ich mich schon sehr. Kaputte Knie, ole, ole. Sie sind die Einzige, die sich freut, Frau Sini. Und Howard aus München, hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Tim, hallo. Hallo. Guten Abend nochmal. Hi. Du, das gibt Howard, Ärger. Kommt aus München, hat einen legendär eingereicht, wer am weitesten Kugel stoßen, also die Kugel stoßen. Mein Team da oben. Das Team hat das eingereicht, genau. Okay, was machen Sie beruflich, Howard? Ich versuche mal in Castingshows mitzumachen. Okay, und so. Okay. Okay. So, und Howard war früher mal Kugelstoßer oder wie? Oder? Ich habe viel Kugelstoß gemacht als Jugendlicher, aber das ist über 50 Jahre her, ist schon eine längere Zeit. Also, ich habe keine Ahnung, wie weit das Herr Lanz, heute geht. Wir müssen jetzt weitermachen, Entschuldigung. So, also. Wir müssen jetzt abstimmen. Das Publikum entscheidet. Wollen wir erst mal sagen, worum es geht? Haben wir einen Preis? Ah. Wir haben einen legendären Preis. Wir haben einen sensationellen Preis. Schau mal, hier ist der Preis. Ich finde, der hat es richtig in sich. Ah. Schau mal. Ist das Cindy? Warst du das? Nein, ne? Oh, guck mal. Wir schicken Sie nach Hawaii. Zwei Personen für eine Woche der Tour stellt uns diesen Preis zur Verfügung. Das ist das, worum es heute geht. Ich finde, das ist eine Anstrengung wert. Und jetzt? Und bevor wir gleich in die Abstimmung gehen, wenn Howard aus München gewinnt, schicken wir den natürlich nicht nach Hawaii, sondern der spielt dann für jemand anderen, ne? Ja, klar, selbstverständlich. Okay, das heißt also, Sie klatschen für immer, für wen immer Sie wollen. Genau. Und klatschen jetzt, Cindy? Als erstes für den jungen Mann, für den... Wer möchte, dass der Herr Lanz gegen den Martin aus Porta Westfalica antritt im 5 Liter? Ja. Wer möchte, dass Herr Lanz sich die Knie aufschlägt bei der Herausforderung Limbo tanzen von der Stefanie? Böse, böse. Es zeichnet sich eine Tendenz ab. Oder wer möchte, dass er gegen Howard aus München im Kugelstoßen antritt? Gegen Mark. Ja, schwere Entscheidung, aber ich glaube, es ist eindeutig Limbo-Tanzen, Herr Lanz. Ja. Das ist gemein. Das ist gemein. Okay. Ihr bleibt hier, ja? Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, was ist Limbo-Tanzen, was muss ich da machen? Wir gehen einfach mal nach hinten, dann sieht man es am besten, Herr Lanz. Limbo-Tanzen ist wie, haben wir ein bisschen Musik da vielleicht? Ist mit Musik. Bist du Limbo-Tänzerin? Nein. Oder? Man muss einfach nicht runter. Nein, ich habe es vor ein paar Jahren mal in der Karibik gemacht. Dort ist es ein Beerdigungstanz. Ein Beerdigungstanz? Ja. Limbo ist in der Karibik. In der Karibik. Wer hat denn diese Beerdigungstanz? Ja. Wer hat denn diese Stange so hochgelegt? Da kannst du ja so durchlaufen. Ja, ich habe sie nicht dahin gelegt. Okay. So, Herr Lanz, Jackett aus, nicht scheuen, sag mal Knieschoner und brauchen Sie einen Helm? Wie sieht's aus? Hilfst du mir mal? Sie legen vor, ne? Nein, ich lege nicht vor. Natürlich. Ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Ja, einfach nur drunter her. Du machst es vielleicht kurz mal vor, Stefanie, oder? Also ich mache jetzt alles Tick, genau. Okay. Stefanie macht es. Es ist sehr schwierig für Stefanie jetzt unten durchzutanzen. Das ist ja wohl albern. Das ist alles. Na ja. Ja. Entschuldige. Herr Lanz, kurz. Da bekommt Tanzen eine und dann kann man natürlich tiefer gehen. Ich lege es mal ein Stück runter. Okay. Und man kann die Beine dann natürlich auch dementsprechend. Tanzen Sie eigentlich gerne, Herr Lanz? Gut, bitte. Hört nicht zu. Nee, Sie legen vor. Nein. Nee, Stefanie, du fängst. Tanzen Sie gerne, Herr Lanz? Ja. Sehr. Dann lernen Sie es doch mal. Hallo. Sehr schön. Super. Dann nochmal, das war scheiße. Nochmal. Nochmal? Machen wir nochmal, richtig? Ach so. Nee, auch nicht so. Nee. In der Karibik wird es auf den Unterschenkeln getanzt. Auf den Knien? Ich denke, das geht so. Rekord, ich hätte das jetzt so der gemacht. Rekord, nee, der Rekord ist bei 36 Zentimeter.
Martin das gemacht. Man darf nicht die Hände abstützen. Ja, ja. Okay, ich mach nochmal. Pass auf. Der Rekord liegt bei 36 cm. Wenn Sie 36 cm auf Schuhen schaffen. Nee. Du machst es nochmal vor, Stefanie, bitte. Aber richtig. Nicht mit den Knien. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe eine Limbo-Schule früher geleitet. Wir können jetzt gerne mal in die Media gucken, liebe Cindy. Stefanie, pass auf. Pass auf, wir machen es jetzt noch mal so, wie ich das mal gesehen habe im Fernsehen, ja? Ja, aber wie gesagt... Pass auf, ich versuche es jetzt noch mal, wenn ich durchkomme, machst du es auch und dann machen wir noch einen tiefer. Okay. Ist das ein Wort? Okay. Dann fährst du nach Hawaii. Okay, pass auf. Jawohl! Ja. Pass auf, wir machen es anders, weil wir uns nicht einig sind über die Regeln, ja? Wir machen es anders. Ich gebe dir einen Joker. Ich trete gegen Howard aus München an, im Kugelstoßen, ja? Und dann entscheidet Howard aus München, wer für wen spielt. Howard, wer spielt super für die junge Frau? Ich spiele für die junge Dame. Okay, das heißt, ich spiele für dich. Aber nur einen Wurf, Herr Okay, Lanz? Wir machen genau einen Wurf, das ist der Joker. Okay. Und wenn ich das Ding gewinne, fährst du nach Hawaii. Und wenn kannst du mir gewinnst, helfen beim Messen, fährst du nach Hawaii. Michelle, kannst du kurz helfen? Natürlich kann sie nicht bisschen helfen. Assistieren. Entschuldigung. Jetzt reicht aber mal irgendwann. Es reicht. Entschuldigung. So, du gehst da hin, ich bleib hier. Stefan, hilfst du kurz? Sie her. Drehen sich nicht um. Liegst du vor? Nein, ich leg nicht vor. Nee. Aber bitte, ich mir reicht mich schon. Doch nicht hin, wo die Kugel hingestoßen. Okay, komm. Also, so. Ist das die Kugel hier? Ja. Oh, Mann. Der Lanz fängt an. Okay, wie geht das? Wie machst geht du wirklich wohl Kugelstoßen? Mal, machst du mal Kugelwerfer? Sie dürfen nicht übertreten, bitte. Okay, warte mal. So, jetzt pass auf, warte mal. Muss ein bisschen warm machen, ja? So, okay, jetzt geht's los. Ungültig. Das gilt nicht, Sie haben übertreten. Wer holt jetzt die Kugel? So, ja, jetzt hauen wir einmal. Unziger. Na? Leichte Disqualifikation, so. Aber wir... Ich glaube, Sie haben schon gewonnen. Wie? Ich glaube, Sie haben schon gewonnen. Oh, na, das ist Herr Lanz, komm, jetzt, ein gültiger nicht... Versuch muss ja wohl sein. Nein, wir sind ja hier nicht auf dem Ponyhof. So. Oh, jetzt von dem? Einfach hier vorne. Stellen Sie sich hier hin und lassen Sie hier fallen. Nur nicht übertreten, er hat schon verloren. Na, wollen Sie eine neue Aber wir wollen es einmal richtig sehen, wollen Sie sehen, mich ein bisschen an, nein. Bitte, für die Dame? Okay. Let's get ready to rumble. Nichts. Mann. Auf. Nee, er hat übertreten. Nochmal. Ihr habt beide übertreten, es tut mir leid. Beide übertreten? Also beide übertreten, ja. Früher selber Kuh gestoßen, ihr macht. Wir wollen ja... Jetzt? Wartet ihr, bis die Erde rotiert? Wir wollen ja weder übertreten, noch wollen wir überziehen. Und warum? Kann er mich nicht um alle kümmern, ich muss ihr Band halten. Ich finde das schön, dass ich hier so eine Assistentin habe, die die Kugel immer holt. Ja, ich habe schon drei geholt und ich finde Michelle, sie... Michelle, wir müssen gleich reden, ja? Na klar, Wann kommt das Kind? Ja, so. Reden Sie mal, Herr Lanz. Cindy, probier du mal. So, jetzt pass auf. Ich? Ja. Jetzt pass auf. Könnt ihr dann da hinten schon die Plätze frei machen? Ich geh lieber weg. Oh. So, okay. Der war gültig. Den musst du markieren. Ich muss messen. Moment, aua. Hier war es, ne? Nein. Es war hier, glaube ich. Sind Sie sich sicher, dass Sie eine neue Assistentin wollen, Herr Lanz? Ich kann mich nicht bücken, denn sieht von hinten komisch aus. Letztes Mal hat ihn an Fahrrad. Was sind wir hier? Es sind genau 7,80 Meter, ja? 7,80 Meter, wir lassen das einfach liegen. Wo ist die Kugel? Danke. Ich hätte ja die Kugel geholt, aber Sie waren schneller, Herr Lanz. So. Also wir kommen nicht an meinen Rekord von Ich habe alles gegeben, ne? Alter. Gehen Sie weg, Sie machen das Loch weg. Hier. So viel Druck kann ich nicht aufbauen. Hier.
Hier, wo mein eleganter Fuß ist. Nie war der Titel Deine Spuren im Sand. Oh, no. Na? Was denn? Da wo ist er? Ist er hier? Oh, Herr Lanz hat gewonnen. Nein. Oh. Nein. Oh. Ist ja hier 8 Meter, Herr Lanz. Und jetzt sind 7,90 Meter. Howard aus München hat gewonnen. Und zwar ganz knapp. Aber 7 Meter, knapp. Absolut. Howard aus München hat gewonnen! Oh. Alles gut. Bitte! Alles gut. Herzlichen Dank, tut mir leid. Hätte gerne gegen dich Sangria einmal gehalten. Ein großer Spaß. Viel Spaß auf Hawaii. Danke. Ja? Danke. Nein. Howard, herzlichen Dank. Ein großer Spaß. Danke dir. Wusste nicht, dass du so ein großer Kugelstoßer bist. Ich finde, wir müssen ihn feiern. Darf ich sagen, wie alt du bist, Howard? Ja, du darfst du sagen. 67? 67, fast 8 Meter im Kugelstoßen. Das ist eine großartige Leistung. Danke, Howard. Viel Spaß euch. Dankeschön. Ja.